Bericht des Captains, 4. Februar 2531. 5 Jahre. 5 lange Jahre. So lange hat es gedauert, Harvest zurückzuerobern. Go, go, go! Zuerst lief alles nach Plan, aber dann folgte Rückschlag auf Rückschlag. Verlust auf Verlust. Was nach einem schnellen und entscheidenden Sieg aussah, stellte sich als 5 Jahre in der Hölle heraus. Und genau das ist Harvest heute. Die reinste Hölle. Aber jetzt gehört es wieder uns. Serena, Status. Standardorbit erreicht. Alle Systeme normal. Podstarts vorbereiten. Waffensysteme online. Erwarten Sie Ärger, Captain? Harvest gehört wieder uns, aber ich denke nicht, dass die Allianz das auch so sieht. Sergeant Forge, ich höre. Ziemlich viele böse Typen hier, Captain. Und sie haben etwas im Eis entdeckt. Verdammt, das erschwert die Mission. Anders, was haben Sie? Captain, Scans der nördlichen Polarregion zeigen Allianzaktivitäten an der Oberfläche. Da unten ist eine Art Bauwerk. Was glauben Sie, wonach Sie suchen? Das werden wir bald herausfinden. Wir machen die Alpha-Basis wieder flott und übernehmen die Kontrolle über diese Stelle. Ich mache mich bereit, Captain. Sie werden auf keinen Fall mit dem ersten Schiff runterkommen, Lady. Sergeant Forge, Rückzug zur Alpha-Basis. Ich schicke Ihnen Verstärkung. Verstanden. Forge, Ende. Also, nichts allzu Schwieriges? Das könnte der Schlüssel zu unserem Sieg sein, Serena. Es ist das Risiko wert. Ich werde noch einen letzten Blick drauf werfen. Die Reichen werden ungeduldig. Wir können nicht länger warten. Und wenn die Infektion das Relikt befällt? Dein Leben interessiert mich nicht. Öffne das Relikt. Wie kommt es, dass Sie Ihr Labor auf meinem Panoramadeck aufgeschlagen haben, Professor? Mir gefällt die Aussicht. Sie verleiht meiner Arbeit eine gewisse Perspektive. Forge meint, es ist unten noch nicht sicher genug für Sie. Und er kann sehr stur sein. Oh, ich kann auch sehr stur sein, Captain. Und ich kann auf mich aufpassen. Wissen Sie, womit wir es da unten zu tun haben? Ich habe nur Theorien. Ich werde mehr wissen, sobald ich dort bin.
Ich genehmige die Mission, aber bei der kleinsten Gefahr ziehe ich sie ab. Haben Sie das verstanden? Verstanden, Captain. Mirage, die Menschen kommen immer näher und werden bald hier sein. Unerheblich. Eure Informationen sind indes reizvoll. Allerdings müssen wir schützen, was wir hier entdeckt haben. Bringt die Sprengladungen an und zerstört hier alles. Das heilige Relikt zerstören, ihr beliebt zu scherzen. Die Reise verlangt Opfer. Bringt die Sprengladungen an und kommt zurück. Unsere Geduld ist nicht unendlich. Wie ihr befehlt. Sergeant, ist das hier das, was die Aliens gesucht haben? Scheint so, Ma'am. Und sie haben es sehr hartnäckig verteidigt. Jetzt ist alles ruhig. Hey, was machen Sie? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das habe ich nicht erwartet. Ketzerei, lösch diesen Abschaum aus! Hey, cover! Diese Typen wissen nicht, wann Schluss ist. Spirit, Forge hier. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Hat es nur hierhin gezeigt? Während der 30 Sekunden, die ich das Artefakt untersucht habe? Ja, es hat lediglich auf ein zweites Sternensystem gezeigt. Die Arcadia-Kolonie, um genau zu sein. Bevölkerung etwas unter 3 Millionen. Weitgehend unerforscht, aber offensichtlich ein beliebtes Urlaubsziel. Es gibt dort etwas, Captain, und wir müssen es unbedingt finden, bevor die Allianz eintrifft. Wir haben Befehl, Harvest zu untersuchen. Wir wissen immer noch nicht viel darüber, was da unten los ist. Ja, das verstehe ich, Captain. Aber alles, was ich hier sehe, sagt mir, dass wir nach Arcadia müssen, um das rauszufinden. Gut, Professor. Ich regle das mit Admiral Cole. Serena, Kurs setzen auf Arcadia. Aye, Sir. Ich habe die Fahrt ins Blaue nach Arcadia eingegeben und starte jetzt den FTL-Antrieb. Serena, raus aus meinem Labor. Serena, Lagebericht bitte. Zwei Allianzschiffe haben den Hyperraum in der Nähe von Arcadia verlassen. Die Belfast, Pillar of Autumn, Texas und Armstrong haben sofort das Feuer eröffnet und erwischten eins mit inaktiven Schilden. Wir haben die Texas und die Belfast verloren. Die Armstrong hat einen Atmosphärenleck und die Autumn ist schwer angeschlagen. Das zweite Schiff geht einer Oberflächenaktivität nach. Was für eine Oberflächenaktivität? Unbekannt. Moment, ich bekomme ein Signal rein. Allerdings nur Audio. Sie werden angegriffen. Aliens Trupps sind in die Stadt eingedrungen und nähern sich dem Raumhafen. Sie sind immer noch dabei, Zivilisten zu evakuieren und brauchen Hilfe. Ich habe jetzt auch ein Bild, Captain. Serena, Pod starten. Schiff in Alarmbereitschaft. Dann ist das ein Energieschild, mit dem Sie den Planeten schützen können? Ja, Captain. Wir können nicht hindurchsehen, aber die Allianz hackt das aus. Richtig. Und wir müssen rausfinden, was das ist. Können wir ihn mit den Schiffsgeschützen ausschalten? Dann zerstören wir vielleicht auch alles darunter. Die Schildtechnologie der Allianz ist anfällig für überhitztes Plasma. Haben wir nicht gerade testweise plasmabasierte Renos im Einsatz? Laut Inventarliste der Pillar of Autumn haben Sie einige Prototypen an Bord. Es wird etwas dauern, die Energiestärke richtig einzustellen. Und dafür müsste ich da unten sein. Professor, Sergeant Forge, knöpfen wir uns diesen Schild vor. Oh, babysitten nicht schon wieder. Gebieter,
ihr seid ungewöhnlich ruhig. Was bereitet euch Kopfzerbrechen? Hirash, ich will nicht unverschämt sein, aber ihr wollt, dass ich die Menschheit vernichte. Eine ehrenhafte Aufgabe für jemanden mit eurer Vergangenheit. Und ich bin dankbar dafür. Aber, Sir, ihr lasst mich in alten Ruinen und leeren Tempeln suchen. Wie soll ich so mein Ziel erreichen? Für den Krieg gegen die Menschen werden wir mehr Maschinen brauchen, als wir derzeit aufbringen können. Ich werde nehmen, was wir haben. Und uns wehrlos zurücklassen? Nein, die Ahnen werden uns versorgen. Diese Welt soll die Geburtsstätte einer Invasionsflotte sein, die jede Vorstellung übersteigt. Mächtig genug, die Menschen schnell und problemlos auszulöschen. Aber diese Welt liegt brach, hier herrscht nur Leere. Blasphemie! Nur der Geduldige findet den Schlüssel. Aber vielleicht gibt es einen schnelleren Weg. Diese Menschenfrau beim Eisrelikt. Sie verfügt über Wissen auf diesem Gebiet. Das Relikt führte nicht nur uns zu diesem neuen Planeten, sondern auch sie. Ergreift diese Frau und bringt sie her. Wie ihr befehlt. Wie wär's mit einem Foto, Professor? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern alles hier für Forschungszwecke filmen, Sergeant. Du kommst mit mir. Warum lässt du die Lady nicht los und wir klären das von Mann zu Freak? Wie du willst. Stopp! Anders, verschwinden Sie! Ich komme mit, wenn Sie ihn leben lassen. Sir? Ich bin okay. Spirit of Fire, hier ist Forge. Sie haben Anders. Wie konnte das passieren? Ein riesiger Elite tauchte aus dem Nichts auf. Captain, ich habe Ihr Transponder-Signal geortet. Es entfernt sich vom Planeten. Verdammt. Sergeant, kommen Sie sofort zurück. Schon unterwegs, Sir. Alle sind an Bord. Warum sind wir noch hier? Warum sind Sie nicht auf der Krankenstation, Forge? Anders Signal bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit auf die Grenze zu. Damit wären Sie außerhalb der Reichweite unserer Waffen. Was? Wir müssen ihr hinterher. Sir, ich werde das Signal in ein paar Sekunden verlieren. Captain! Sir, Anders weiß genug, um unsere Sicherheit zu gefährden. Serena, starten Sie sofort die Maschinen und folgen Sie dem Signal. Aye, aye, Sir. Und jemand hat natürlich Bescheid gegeben, dass wir abziehen, richtig? Wo zum Henker sind wir, Serena? Wir sind im Orbit eines Planeten im... daran arbeite ich noch, Sir. Anders? Das Allianzschiff, das wir verfolgt haben, scheint sich auf der Oberfläche des Planeten zu verstecken. Ich habe nur ein paar grobe Koordinaten. Gibt's Anzeichen für andere Allianzaktivitäten? Ich kann keine orten. Allerdings erhalte ich extrem merkwürdige Scan-Ergebnisse. Schicken Sie Forge darunter. Ich glaube, er ist bereits an Bord eines Pelikans und wartet nur auf den Startbefehl. Ist sie das? Ja, Hirash, das ist die, die ich beobachtet habe. Was für ein schwächliches Ding. Kaum zu glauben, dass sie eine Bedrohung darstellen. Ich verlange zu erfahren, warum ich festgehalten werde. Du verlangst? Gebieter, ein Schiff der Menschen ist eingetroffen und nähert sich dem Eingangsportal. Bringt den Hirachen nach High Charity, fangt das Schiff ab und zerstört es sofort.
Nichts als Wasser. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind, Serena? Ziemlich sicher. Ich leite aber noch einen tiefen Scan ein. Andocken? Säubern? Da stimmt was nicht. Captain, das wird Ihnen nicht gefallen. Serena! Captain, wir haben Gesellschaft! Alle Mann auf ihre Posten. Serena, ich habe noch Truppen da draußen. Bringen Sie sie an Bord. Sofort. Captain, ich kann diese Position nur noch ein paar Minuten halten. Sofort, Serena. Rufe Späthubs zurück, damit wir alle zusammen sterben können. Aye, Sir. Alles zum Plan. Richtig, Leute? Hart Steuerbord. Hart Steuerbord, ein. Captain, Sie machen Ihre Waffen gefechtsbereit. Gefechtsstationen, Waffen online bringen. Sagen Sie, Forger ist da noch nicht fertig. Alarmiere den Sergeant. Aye, Sir. Bin ich eigentlich die Einzige, die es kirre macht, im Inneren des Planeten zu sein? Aktivieren. Ihr werdet eurer Strafe nicht entgehen. Können wir es hinter uns bringen? Die Macht zur Zerstörung deiner Rasse. Möge die Dekonstruktion der Gaben beginnen. Die Erhabenheit unserer Flotte wird ihresgleichen suchen. Wer nicht wagt, Oberfläche. Das hat ja ganz gut geklappt. Oder auch nicht. Lady, ich habe nicht viel Zeit. Wollen Sie gerettet werden oder nicht? Wird das wirklich funktionieren, Professor? Ich schätze, es ist unsere einzige Hoffnung. Der überlastete FTL-Reaktor wird eine Kettenreaktion in der Sonne verursachen. Das reicht, um alle Schiffe hier zu zerstören, bevor die Allianz etwas aus ihnen herausbekommen kann. Nun, mit anderen Worten, Captain, der Reaktor wird die Sonne explodieren lassen, sodass hier nichts als Staub übrig bleibt. Das ist die Schwachstelle des Plans, wenn Sie mich fragen. Ohne den Reaktor kommen wir nicht mehr nach Hause. Ganz ruhig, eins nach dem anderen, Serena. Wenn die Allianz diese Schiffe in die Finger bekommt, wäre das das Ende des Krieges. Wir werden die Chance nutzen, der Menschheit etwas Hoffnung zu schenken. Ich weiß, es ist keine einfache Entscheidung. Aber es ist die richtige. Spirit of Fire, hier ist Forge. Er ist eingepackt und einsatzbereit.
Liefern Sie das Paket wohlbehalten ab, Sergeant. Setz den Kaffee auf. Ich bin zurück, bevor er fertig ist. Ich werde Sie von hier aus beobachten, Sergeant. Naja, es wäre recht offensichtlich, wenn er Erfolg hat. Gentlemen, Zeit für die Supernova! Ist aktiv! Sergeant? Lieutenant! Schnappt euch die Eliten! Er gehört mir! Dann los. Der Rest deiner Rasse, schwach und undiszipliniert. Diesmal wird keine Frau kommen, die dich rettet. Sieh mir in die Augen und sag das nochmal! Wie du willst. Mein Gesicht wird das Letzte sein, was deine Augen sehen werden. Und fürs Protokoll! Ich hätte dich letztes Mal schon fertig gemacht, wäre ich nicht von der Lady gestoppt worden. Sir? Er ist überhitzt. Ich muss den Kern separieren und sie manuell zusammenbringen, wenn es knallen soll. Junge, bevor das hier vorbei ist, brauchen wir jeden Spaten für den Kampf. Ich mache das. Melden Sie sich auf dem Schiff. Viel Glück, Sir. Es war mir eine Ehre. Laut Andockbucht haben alle Crews eingecheckt. Dann sollten wir nicht länger als nötig bleiben, sondern lieber verschwinden. Captain, das Gravitationsfeld der Sonne dehnt sich aus. Wir gehen nirgendwo hin. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Serena, berechnen Sie einen Kurs, der uns in die Sonne bringt. Wir katapultieren uns um sie herum. Mal eben einen Kurs berechnen, während wir um einen explodierenden Stern und durch einen kollabierenden Planeten rasen. Sicher, wieso nicht? Serena, können Sie es oder nicht? Erledigt. Vielleicht sollten Sie sich irgendwo festhalten. Augen zumachen könnte auch helfen. Captain, ich würde lieber wach bleiben, um das Gebiet zu observieren. Professor, es gab fast 2 Wochen lang kein Lebenszeichen von der Allianz. Hier ist nichts zu tun. Aber, Captain... Kein Aber, Professor. Sie haben uns alle lebendig da rausgeholt. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Nicht uns alles, Captain. Nicht uns alles.